Ich glaube, dass mit den Situationisten eine Gruppe im Prinzip in das politische Geschehen eingreift, theoretisch und sozusagen auch durch verschiedene Aktionen, die sowas wie eine neue Tradition oder sozusagen eine neue Richtung in der damaligen Zeit so ein bisschen dastehen, also die ein bisschen querstehen zur klassischen Arbeiterinnenbewegung einerseits, aber auch zu den marxistischen Gruppen, die es so im Rahmen der Studierenden gibt, da sozusagen das, was man dann so später vielleicht auch in Deutschland als K-Gruppen und so weiter bezeichnen könnte, und die versuchen aufbauend auf eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft nach 1945 sowas wie eine neue radikale Kritik der Gesellschaft zu formulieren, um die halt viel stärker auf das alltägliche Leben und die alltäglichen Auseinandersetzungen zielen, als es bei sonstigen Gruppen vielfach der Fall ist, und die sich auch nicht scheuen, Fragen völlig neu aufzuwerfen oder völlig neue Lösungen für Probleme zu präsentieren, neue Wortergreifungsstrategien, nennt De Boer das einmal sozusagen in einem Brief auch haben. Also die Art und Weise, wie sie sich in die Diskussion einmischen, die kann nicht versuchen, eine Massenbewegung aufzubauen und sozusagen ihre eigenen Reihen zu füllen, sondern sowas wie ein Generalstab ohne Truppen zu sein, der Stichworte einspeist in eine Auseinandersetzung, von der sie auch der Ansicht sind, dass sie sozusagen vor ihren Augen schon passiert, und im Prinzip Öl dorthin zu bringen, wo Feuer ist, wird das einmal dort formuliert. Und da in ihren Auseinandersetzungen mit diesem Alltag, der von ihnen als langweilig qualifiziert wird, die Lohnarbeit, die als stumpfsinnig kritisiert wird, da im Prinzip sowas wie eine Radikalisierung einer Bewegung oder sozusagen so ein Anheften an Bruch, den sie in der Zeit im Prinzip merken, das zu vertiefen und dazu beizutragen, die Verhältnisse abzuschaffen. Also wir sprechen von der Situationistischen Internationale, vielleicht nur grob, um das einzuordnen, was das für eine Gruppierung ist. Ist ja eine Gruppe, die sich 1957 gründet, die sich erstmal zusammensetzt aus radikalen Künstlern und Theoretikern. Eine Gruppe, die dann eben versucht, ja, eine angemessene Sprache vielleicht zu finden für das, was sie vorfinden. Eine marxistisch orientierte Gruppe, die gleichwohl versucht, ja, über den vorgefundenen Marxismus auch irgendwie hinauszugehen. So grob vielleicht erstmal als Einordnung für diese Gruppierung, und dann die Frage vielleicht auch einfach weitergegeben an Stefan, wenn wir die Situationisten hernehmen und schauen, wie haben die sich die Nachkriegszeit, also diese beiden Nachkriegsjahrzehnte, was haben sie da vielleicht hervorgekehrt? Was ist da der Bestandteil der Analyse? Vielleicht lässt sich das mit einem Zitat von Ihnen anreißen, das folgendermaßen lautete: Wir bewegen uns in einer vom Krieg zerstörten Landschaft, den eine Gesellschaft gegen sich und ihre eigenen Möglichkeiten führt. Die Situationisten gründen sich 1957 als Internationale, dem gingen aber Aktivitäten eigentlich, kann man grob sagen, schon ab den frühen 50er Jahren voraus, wo sich Dropouts, Leute, die auf Bildern auch in ihrem Umherschweifen in Teilen von Paris festgehalten wurden, mal, und sozusagen dann auch als sozusagen diese Bilder haben die Role Models abgegeben für das, was dann Malcolm McLaren und eine sehr bekannte englische Modedesignerin dann später als Punk kreiert haben. Das waren Leute, die waren entwurzelt. Die waren entwurzelt von dem, was im Zweiten Weltkrieg passiert war. Sei es, dass sie zum Teil jüdische Wurzeln hatten, sei es, dass sie einfach in der Nachkriegsgesellschaft, wo die Kollaboration mit den Deutschen verdrängt wurde in einem nationalen Konsens von Gaullisten und Parteikommunisten, wo sich erstmal Leute gefunden haben, die erstmal Schluss machen wollten mit den klassischen Avantgarden. Also du hast ja bereits das Stichwort Kunst genannt. Die radikalen Strömungen, wie zum Beispiel der Surrealisten, waren für sie verbraucht und waren eingegangen in den nationalen Pantheon der französischen Geschichte. Die haben sie bekämpft und haben eigentlich an diesen Punkten angefangen. Gleichzeitig aber, du hast ja auch schon das Stichwort Marxismus genannt, entwickeln diese Leute einen Blick auf die Geschichte, der am ehesten vielleicht noch mit dem von Walter Benjamin zu vergleichen wäre. Das heißt, sie sehen die bisherigen Emanzipationsversuche als in Niederlagen mündend. Und dementsprechend ist ihr Blick auf die Gesellschaft einer, der in alle Richtungen tritt. Insbesondere eben auch gegen das, was als Parteikommunismus sich etabliert hat, jetzt nicht nur eben in Osteuropa oder China,
sondern auch dann eben zum Beispiel in Frankreich. Das heißt, sie beziehen sich eigentlich auf eine historische Strömung, die eben den Aufbruch nach dem Ersten Weltkrieg oder um das Ende des Ersten Weltkrieges herum, also die russische Revolution und das, was dann in Europa an Revolutionsversuchen war, irgendwie als ja, Siege und Niederlagen begreift. Und diese Niederlagen, die darin stecken, also die Lüge, dass da jetzt Sozialismus herrschen würde und der Stalinismus und alles, was darauf noch folgte, ist für sie ein Moment des Traumas. Das sozusagen muss man, glaube ich, vorwegschicken. Ganz kurz auch noch die Studentenrevolte von 1968. Das ging nicht 1968 los. Die modernen Nachkriegsgesellschaften, wie die Situationisten sie sahen, waren Gesellschaften, aus denen irgendwie laut Soziologen das Proletariat eigentlich mehr oder weniger verschwunden war. Die Situationisten haben einen Großteil ihrer aus künstlerischen Praxen entlehnten Forschungsmethoden im Alltag, auf den Straßen angewendet, um irgendwie in der modernen Nachkriegsgesellschaft, in der fortentwickelten fordistischen Gesellschaft, Gesten, Unzufriedenheiten und so weiter geradezu seismografisch ergründen und heraushorchen zu können. Dementsprechend ging zum Beispiel den Studentenunruhen 1968 ein Experiment voraus, wo es Leute, die ihre Texte gelesen hatten, sie 1966 bereits aus Straßburg her ansprachen, dass sie zufällig in der allgemeinen politischen Lethargie, die in Frankreich überall sozusagen in Zeitungen und so weiter festgestellt worden war unter den jungen Leuten, wo aufgrund der politischen Lethargie unter den Studenten ein paar radikale Leute, die Texte der Situationisten gelesen hatten, plötzlich an die Kasse der Studentengewerkschaft rangekommen waren und daraufhin die Situationisten ansprachen. Es wurde dann ein Text veröffentlicht, der hieß Über das Elend im Studentenmilieu. Und sozusagen die Veröffentlichung dieses Textes und die Inszenierung als Coup, wie dieser Text an die Leute gebracht wurde, machte die Universität in Straßburg im November 1966 für Wochen unregierbar. Also es lag auch schon vorher etwas in der Luft, was sich 1968 dann nochmal viel stärker dann ausdrückte. Dieser Text über das Elend im Studentenmilieu ist ja vielleicht auch die Überleitung dazu, zu gucken, was dann 1968 passiert ist und was ja zunächst erstmal auf der Oberfläche betrachtet ein Aufstand von Studenten gewesen ist. Vielleicht können wir uns diese Ereignisse dann sozusagen anschauen, was zum Beispiel die Gründe sind, die Auslöser dafür, dass dann erst in Nanterre, was ja ein Vorort von Paris gewesen sind, dass es 68 dann dort gekracht hat. Auch da sozusagen sind ja unterschiedliche Sachen. Also sozusagen erstmal gekracht hat es dort, oder so kenne ich das zumindest jetzt aus den Beschreibungen, dass es dort größere Unruhen oder Auseinandersetzungen im Rahmen der Universität sowieso schon gab. Man muss dazu wissen, dass Nanterre eine relativ neue Universität war, neu gebaut wurde und die sowas wie eine moderne Universität, sowas sozusagen wie eine moderne Universität sein sollte, mit Studentenwohnheim und so weiter. Und nicht im Zentrum, also nicht in Paris selber, sondern sozusagen etwas außerhalb, mitten in der Pampa quasi, mit Wohnheim für die Studierenden, wo nach Geschlecht getrennt gewohnt wurde, mit einem Verbot politischer Betätigung auf dem Campus und sozusagen eine Situation, die auch dadurch verschärft war, dass das Ganze mal ursprünglich für ungefähr 12.000 Studierende, wenn ich mich richtig erinnere, geplant war und aber zur Zeit, wo die Unruhen da ausbrechen, eine deutlich höhere Zahl, also ungefähr dreimal so viele Studierende dort studieren. Also eigentlich eine Situation, wo man sagen könnte, einerseits hat eine Modernisierung der Gesellschaft stattgefunden mit ihren, sage ich mal, menschenfeindlichen Tendenzen, die auch von der SI an vielen Punkten kritisiert wurde, zum Beispiel in der funktionalistischen Architektur. Dort leben Studierende, die sozusagen einerseits völlig beschäftigungslos dort sind auf einer Art, also es gibt sozusagen kein vernünftiges Nachtleben, kulturelle Aktivitäten oder irgendetwas, an dem sie teilnehmen können. Diese Trennung der Wohnheime nach Männern und Frauen und der Verbot von Besuch dort war ein großes Thema, das kritisiert wurde. Und dort kommt es sozusagen zu politischen Aktivitäten und am Ende sozusagen auch zur Verhaftung und zum Ausschluss von einigen der Aktiven. Das fängt dann sozusagen mit Aktivitäten gegen den Vietnamkrieg und so weiter. Und diese Verhaftung und der Ausschluss
der lässt sozusagen dann am Ende die Situation da eskalieren und führt ja dann zu den Protesten, in deren Folge dann der Pariser Mai auch ausbricht mit Demonstrationen, die Freilassung der Kommilitonen im Prinzip fordern. No, das ist dann der erste Ausbruch dieser Studentenrevolte und was ja eigentlich das Interessante dann daran ist, ist, dass die Studenten quasi in ihrem Protest und auch ja sozusagen in der Skandalisierung, der Repression, die dann einsetzt, dass sie damit nicht alleine bleiben, sondern dass es eine breite Solidarisierung gibt. Vielleicht an euch beide die Frage gerichtet, was ist denn am Ende das Verbindende? Also wie kommt es dazu, dass dann auch Arbeiterinnen und Arbeiter in das Geschehen eingreifen? Man kann vielleicht einerseits sagen, dass von vornherein vom Teil der Studierenden und auch von der SI zum Beispiel sehr früh schon die Verbindung mit den Arbeitenden gefordert wird. Also das sozusagen, ich glaube, bei der SI gibt es eine Parole, die sozusagen ist so, ja, es gibt sozusagen, es wird keine Ausweitung der Demokratie geben, ohne dass sozusagen die Arbeiter beteiligt werden. Es wird sozusagen die Vereinigung von Arbeitern und Studenten auch gefordert, sehr aktiv von den Studierenden, von den Gewerkschaften, auch von den Linken wird eher versucht, das zu unterbinden, auch auf dieser Solidaritätsdemonstration, die da ja stattfindet, sozusagen, nachdem die Konflikte mit den Studierenden eskalieren gegen die Gewalt oder ja, Brutalität der Polizei. Das ist so das eine, also sozusagen es gibt Leute, die aktiv diesen Kontakt suchen und gleichzeitig hier wird es im Interview mit Arbeitenden, sozusagen Arbeiterinnen, Arbeitern aus den Werken, werden später in Streik treten, aber auch in Flugblättern aus diesen Werken relativ deutlich, dass sozusagen diese Studentenproteste sowas wie ein Katalysator auch ein bisschen waren für einen eigenständigen Prozess der Arbeitenden. Also dass sozusagen der Erfolg der Studierenden in den Auseinandersetzungen den Arbeiterinnen gezeigt hat, dass sie auch selber was erreichen können. Und zwar was erreichen können auf eine Art und Weise, wie es ihnen bisher nicht erzählt wurde. Bisher wurde gesagt, ja, man soll verhandeln, der Gewerkschaft vertrauen und so weiter. Und plötzlich kommen irgendwelche radikalen Studierenden, machen Rambazamba und sozusagen es bewegt sich was. Oder es sieht so aus, als würde sich was bewegen. Und daraufhin beschließen gerade viele junge Arbeiterinnen und Arbeiter, dass sie sozusagen das auch wollen, dass sie eine Verbesserung ihrer Situation wollen, dass sie sozusagen ihre Lebensbedingungen zum Kotzen finden und dass man dagegen vorgehen muss, und zwar indem man sozusagen auch radikal dagegen vorgeht, die Autoritäten nicht mehr akzeptiert und dem Nachdruck verleiht. Und dann daraus entwickelt sich eine Dynamik, wo sozusagen erst einige und dann immer mehr in Streik treten, bis am Ende 10 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in Frankreich im größten Generalstreik, den sozusagen Frankreich erlebt hat, sozusagen streiken, die Arbeit niederlegen und auch sich so schnell gar nicht am Anfang bewegen lassen, diese Arbeit wieder aufzunehmen. Es gibt, glaube ich, wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, dass das so weit kommt, das hat verschiedene Gründe, das sind auch viele Zufälle. Also wenn man sich nochmal ein bisschen die Geschichte dann der Ereignisse damals anguckt, also wie der Staat auch reagiert, zum Teil eben ziemlich dumm. Also man darf nicht vergessen, das hatte ja Kollege Kasimir gerade schon gesagt, das entzündet sich im Prinzip an einer Reformuniversität, wo eher auch so linke Professoren sind. Also die Nanterre sollte eigentlich so ein Vorzeigeding sein, was Moderneres. Also dann wie auf amerikanischem Campus sind dann auch die Studentenwohnheime dort auf dem Campus und so weiter. Und Frankreich ist in der Zeit eigentlich verglichen mit anderen westlichen Ländern eigentlich eher ein Modernisierungsnachzügler. Das heißt, in den USA hat bereits schon 1964 in Berkeley in Kalifornien an der Universität finden ganz andere Sachen statt. Auch in Westdeutschland bzw. West-Berlin sind die Auseinandersetzungen zum Teil schon auf einem ganz anderen Niveau als in Frankreich zu dieser Zeit. Es ist also tatsächlich der Auslöser eines, sagen wir mal, noch nicht so auf der Höhe der kapitalistischen Modernisierung agierende Gesellschaft und insbesondere ein Staat, der seit Jahrzehnten irgendwie sehr stark von De Gaulle bestimmt wird, der seit 1958 und folgende dann eine Art Präsidialdemokratie vorsteht. Man hat eine relativ starke kommunistische Partei, eine stalinistische, die im Prinzip mehr Anerkennung möchte und nebenbei auch das etwas abgehalfterte Regime von De Gaulle gerne weghaben möchte. Auch andere bürgerliche Politiker oder Parteien wollen das. Es ist also eine Situation, wo ganz interessante Dinge passieren. Zum Beispiel, dass bei den ersten Repressalien der Polizei, die auch eher gar nicht systematisch einsetzen, sondern durch Kommunikationsprobleme zwischen den verschiedenen Hierarchien im Staatsapparat, die Polizei dann mächtig zuschlägt
und es dann zu Gegenaktivitäten kommt, also die Universität, die Sorbonne, dann im Pariser Zentrum, wird gesperrt, ja, darf niemand mehr rein. Es entwickelt sich also eine Auseinandersetzung in der Gesellschaft darum, was darf man an der, also warum dürfen die Studenten da nicht hin? Die Studenten wehren sich, es kommt zu Straßenschlachten und die Regierung rudert zurück. Das ist genau der Punkt, wo Kasimir gerade ja auch schon gesagt hat, da entdecken dann viele Leute, oh, was die können, das können wir auch. Das ist erstmal so was sehr Zentrales. Auf der anderen Seite, die Bereitschaft, irgendwie die Arbeiter für den Streik zu mobilisieren, ist bei den linken Parteien sehr groß, um gegen die De Gaulle-Regierung vorzugehen. Und dann tritt noch etwas anderes Modernes hinzu, die Massenmedien. Denn die entscheidenden Punkte, wo in Paris plötzlich Straßenschlachten stattfinden, wo die große Teil der Bevölkerung in den Gegenden, wo die Straßenschlachten stattfinden, wo junge Arbeiterinnen und Arbeiter hinströmen und sich mit den Flicks, also dem Wort für Bulle im Französischen ist Flick, hauen, da sind nicht die staatlichen Medien, sondern Privatmedien, RTL zum Beispiel, vor Ort und übertragen das alles. Die Leute haben bereits Transistorradios, die sie auf den Demonstrationen mitführen. Also wir machen ja hier jetzt gerade ein Gespräch im freien Radio. Die Situation, die Eskalation der Situation in Paris 1968 in den ersten Maitagen entsteht namentlich auch darüber, dass plötzlich die Übertragungswagen dieser freien Radios, oder nicht freien, sondern privaten Radio, Unternehmen plötzlich wichtige Orte werden, wo plötzlich Vertreter der Studierenden plötzlich irgendwie im Radio sprechen, die Situation erklären, wo total perplexe Radioreporter von den Ereignissen total mitgerissen werden, wo plötzlich eine Fête auf den Straßen ist, wo unglaublich viel passiert. Ne? Das sind so also eine Vielzahl von Dynamiken, die diese Situation eskalieren lässt und dann gleichzeitig in dem Moment, wo die Regierung nicht mehr so richtig weiß, wie sollen wir jetzt damit umgehen. De Gaulle will im Prinzip Gutsherren, also Herrenreiterpolitik, also wo sich Widerstand regt, soll der platt gemacht werden. Die eher modernistischeren Minister in seinem Kabinett sagen, das können wir so nicht machen. Es wird zurückgerudert und dann wird nachgefasst. Dann wird nachgefasst, nämlich dann sagen die ersten Gewerkschaften, erstmal von den Erziehern, dann also Lehrer, Professoren und so weiter. Und dann später zunehmend mehr Gewerkschaften steigen da jetzt ein. Es geht darum, dass die Sorbonne wieder freigegeben wird. Es werden Forderungen aufgestellt. Teile will die Regierung sogar erfüllen, Teile kann sie nicht erfüllen. Es gibt Missverständnisse, es kracht wieder. Und so schaukelt sich eine Situation hoch, in der sozusagen ständig auch überraschende Dinge passieren und wo es eher von Zufällen abhängt, dass das immer weiter eskaliert, bis zu dem Punkt, den Kasimir ja dann schon gesagt hat, plötzlich sind in einem der am höchsten entwickelten modernen kapitalistischen Länder der westlichen Welt 10 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter im Streik. Und zwar nicht in erster Linie für ökonomische Forderungen, sondern weil sie sich als Menschen nicht ernst genommen fühlen, weil sie irgendwie so nicht leben wollen, weil gerade junge Arbeiterinnen und Arbeiter sagen, das kann nicht das Leben sein. Die sind auch zum Teil einfach von moderner Musik und Lebensbildern von Lebensstilen, Rock'n'Roll, diesen und jenen affiziert, ja, und haben andere Ideen, wie ein schönes Leben sein kann, da als am Band zu stehen. Ich glaube, was noch zwei Sachen sind, die sehr interessant sind, das eine ist sozusagen dieses, dass Sachen aufgegriffen werden, die nicht ökonomischer Natur sind. Es gibt ein Interview und ein sozusagen dieser, gibt eine ganze Zahl von Dokumentationen mit sozusagen Material auch aus dem Pariser Mai 68, das gedreht wurde von Fernsehsendern, von Studierenden, von Dokumentarfilmerinnen und so weiter, wo ein Arbeiter sozusagen interviewt wird und sagt, ja, er will das eigentlich nicht mehr. Was soll das sozusagen? Die Arbeitsbedingungen, wie die sind. Die Familien sind kaputt sozusagen. Man hat keine Zeit für seine Familie. Wofür soll man das machen sozusagen? Für das Auto, was man sich leistet und für das man dann doch keine Zeit hat, es zu fahren. Und sozusagen solche Motive, dass man eigentlich nicht die, ja, sowas wie die Gewalt oder die Verfügung das eigene Leben hat, sondern das eigene Leben für andere lebt. Das ist sozusagen ein Motiv, was immer wieder kommt. Und ja, über sozusagen die klassischen gewerkschaftlichen Forderungen, die sozusagen leicht höheren Lohn fordern oder sozusagen die ein oder andere Anpassung fordern, deutlich hinausgehen und diese sozusagen die Verfügung über das eigene Leben zurückzugewinnen, mehr Demokratie in den Betrieben sozusagen, teilweise das Ende der Lohnarbeit. Das sind Sachen, die immer wieder auftauchen und die denen eine ganz andere, viel radikalere Dynamik geben als den normalen Arbeitskämpfen. Und das andere Interessante ist, dass sozusagen gerade in dieser Nacht vom 10. auf den 11. Mai, also sozusagen als im Quartier Latin, diese Schlacht stattfindet, die große zwischen Thai
und Studierenden und Rockern und Halbstarken und wer da sozusagen sich alles tummelt, um sich mit der Polizei zu schlagen, sagen, wo sich am nächsten Tag auch die Gewerkschaften anschließen, die vorher teilweise eher ein bisschen verhalten waren. Da gibt es auch sehr große Sympathien aus der Bevölkerung. Also Interviews, die gedreht wurden, wo die Bewohner des Viertels gefragt werden, wie sie das erlebt haben, was da passiert ist und so weiter, reagieren fast alle positiv sozusagen. Alle erzählen, ja, sind rausgegangen, den Leuten Essen gebracht. Ein Arzt erzählt, der hat Verwundete versorgt. Das ist ja wohl das, was man macht, wenn man sozusagen jemand verletzt ist. Leute werden gefragt, ja, wie ist es denn eigentlich sozusagen? Da wurden ja auch Autos angezogen, die Autos der Leute, die hier im Viertel wohnen und so. Und wo Leute sagen, ja, was ist denn ein Auto im Vergleich zu einem Leben und so? Das ist ja Quatsch. Und sozusagen die Person, die das beantwortet, so ein alter Mann, der im Laden einkauft, fast empört sozusagen über die Frage, die Interviewerin ist und sozusagen den Laden verlässt. Und solche Sachen finden sich ganz viel. Und das wird so ein bisschen mit auch erklärt, dass die Art und Weise, wie da vorgegangen wurde, und die Studierenden auch viele Leute erinnert hat, an dem, wie auch die Deutschen in Paris sozusagen vorgegangen sind, gegen die Resistance, mit was für einer Gewalt die Leute da unterdrückt wurden, sodass das auch Assoziationen bei den Leuten weckt von einer sozusagen massiven Gewalt gegen die Studierenden, die nichts mehr zu rechtfertigen ist. Und das eigentlich sozusagen, während de Gaulle versucht, da mit seinen Truppen die Ordnung wiederherzustellen, eigentlich das dazu führt, dass die Legitimität dieser Ordnung nur noch mehr untergraben. Und dann kommt es da sozusagen am Folgetag schon zu relativ großen Demonstrationen. Ganz kurz noch in der Abrundung, das, was Kasim hier gerade gesagt hat, was so dieser Zustand ist oder die auch Motivation von vielen dann gerade jüngeren Arbeiterinnen und Arbeitern, ja, das sind alles sozusagen, wo die Leute genau das ausdrücken, was in den Jahren davor die Situationistische Internationale an theoretischer, also an einer Wühlarbeit der Kritik bereits herausgearbeitet hatte. Dass also eine kommende revolutionäre Bewegung sich genau an solchen Momenten herausbilden würde. Dass das eigentlich die Bruchlinien der modernen Consumer-Capitalism-Gesellschaft sein würden, an denen kommende Revolten zu erwarten wären. Interessant ist, dass ihr beide jetzt betont habt, dass die Forderungen dieses Streiks, dieses Generalstreiks über Forderungen nach mehr Lohn hinausgegangen sind. Nun sind es ja genau die Gewerkschaften gewesen, die ja vielleicht so ein bisschen ja die Führung über diesen Streik auch dann an sich genommen haben und ja genau dann das aber forcieren, diese Forderungen nach mehr Lohn. Was könnt ihr denn sagen zu diesem Verhältnis von Bewegung und Gewerkschaft in dieser Epoche? Es ist eine Doppelhelix, könnte man fast sagen. Auf der einen Seite möchte die CGT, das ist die der kommunistischen Partei nahestehende, eigentlich auch so ziemlich größte Gewerkschaft in Frankreich, neben der CFDT und noch kleineren Gewerkschaften, möchte sie gerne irgendwie in erster Linie eigentlich als Faktor, als politischer Faktor in Frankreich ernst genommen werden, also so da die KP über sie. Ja, das bedeutet, wir befinden uns hier im Kalten Krieg. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also auch wenn Frankreich eine gewisse Sonderrolle einnimmt, weil de Gaulle ist aus der NATO ausgetreten und macht eine eigenständige Politik, wo er sozusagen auch eine Außenpolitik irgendwie mit der Sowjetunion oder auch Rumänien, anderen Ländern versucht, irgendwie dann nochmal so eigene Sachen zu machen. Aber klar, ich meine, de Gaulle ist Antikommunist durch und durch. Im stalinistischen Flügel bei Partei und Gewerkschaft geht es eigentlich um Anerkennung in Frankreich. So, das hat jetzt zur Folge, dass einerseits der Streik auch von der CGT befürwortet wird. Auf der anderen Seite aber, als die Sache sich unkontrolliert ausweitet, sich die kommunistische Partei bzw. die CGT auch der Regierung anbietet als der einzige Ordnungsfaktor, der jetzt noch bleibt. Also weil genau das passiert, nämlich die Leute treten gar nicht so sehr mit ökonomischen Forderungen in den Streik, sondern genau aus dem, was Kasimir beschrieben hat. Eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem, wie man halt so leben muss, wenn man nichts anderes in der Gesellschaft, keine anderen Möglichkeiten hat, als seinen Arsch zu verkaufen. So, die CGT und die KP und die anderen Gewerkschaften müssen eigentlich zu Hochzeiten dieser Streikbewegung, als ihnen auch wirklich die Kontrolle entgleitet, müssen sie erstmal überhaupt dieses diffuse Unbehagen jetzt wieder in ökonomische Kategorien rückübersetzen. Sie müssen also irgendwie, sie treffen sich dann irgendwie mit Staatsvertretern, Grenet,
und versuchen dann mit irgendwie sozusagen mit, es geht um Lohnforderungen, ein bisschen mehr Mitbestimmung in den Betrieben. Sie treten eigentlich jetzt als sozusagen als die Übersetzer auf, damit sozusagen das, was da in den Betrieben die Leute machen, sagen und so weiter, überhaupt nochmal in sozusagen rationale, bürgerlich-kapitalistische Kategorien rückübersetzt werden kann. Das ist also eine sehr, sehr interessante Sache in diesem Moment. Man darf nicht vergessen, also das weitet sich lauffeuermäßig aus. Von einem Tag auf den anderen verdoppeln sich die Zahlen der Streikenden, ja, also auch auf dem Land. Ne? Das Interessante ist ja, das ist sozusagen medial vermittelt, über Fernsehen, über Radio und so weiter und auch in kleineren Städten. Überall, ne, sozusagen bricht dieses diffuse Unbehagen gerade unter jüngeren Leuten aus, nicht nur bei Studenten und Studentinnen. Und irgendwann sind die Gewerkschaftsapparate und die Parteiapparate, die sozialistisch-kommunistischen, versuchen dann tatsächlich in irgendeiner Form die Ordnung wiederherzustellen. Man darf nicht vergessen, die Versorgung bricht auch zusammen. Also überall wird gestreikt. Die Regierung kann zum Beispiel nicht mehr immer telegrafieren oder telefonieren, weil nämlich alles, die ganze Infrastruktur von den Raffinerien über die Atomkraftwerke, über die Telegrafenämter, die Telefonämter und so weiter, alles wird bestreikt. Und das ist auch eine der Kritiken, die die SI schon vor dem Mai 68 formuliert, sozusagen anknüpfend an ritterkommunistische Überlegungen sozusagen mit dem Teil der SI-Mitglieder. Guido Bohr zum Beispiel hat sich eine ganze Zeit lang auch im Umfeld der Zeitschrift Sozialismo Barbarie bewegt, die sozusagen an solche ritterkommunistischen Sachen anknüpft, dass die SI eine ganz andere Vorstellung davon hat, was die Rolle der Massen ist als die kommunistische Partei oder die sozialdemokratischen sozialistischen Parteien und die ganzen K-Gruppen sozusagen in Frankreich. Und das ist auch etwas, was die SI im Pariser Mai immer wieder betont. Während die Gewerkschaften, die kommunistische Gewerkschaft, die linken Parteien für sich eine Chance gesehen haben, innerhalb der Ordnung ihre eigene Machtbasis zu vergrößern und zu festigen, und dafür sozusagen hat die SI ganz von vornherein darauf gesetzt, dass sozusagen dieser Konflikt eskaliert in einer Art und Weise, dass er unführbar wird, weil sie gar nicht wollten, dass irgendwelche Leute diese Art von Auseinandersetzung anführen oder für die Massen sprechen, sondern auf eine Selbsttätigkeit der Massen setzen. Und diese Selbsttätigkeit der Massen passt sehr gut zu den Forderungen, auch die Leute haben. Also wer über sein eigenes Leben verfügen will, der will auch nicht mehr sozusagen Rädchen im System der Gewerkschaften sein. Das wird so beschrieben bei den Demonstrationen, die Gewerkschaften haben gar kein Interesse daran, dass die Leute zusammenbleiben und diskutieren, gemeinsame eigene Perspektiven entwickeln. Studenten und Studentinnen laden sozusagen die Arbeiterinnen ein, mit ihnen sozusagen weiterzuziehen nach einem Ende der Demonstration an diesem 11. Mai, wo diese erste große Demo nach der Schlacht im Quartier Latin stattfindet, laden sie ein, weiterzuziehen und mit ihnen eine gemeinsame Diskussion zu starten. Und die Gewerkschaften rufen überall dazu auf, das nicht zu tun, nach Hause zu gehen, nach dem Ende der Demonstration sich aufzulösen und sozusagen vereinzelt wieder nach Hause zurückzukehren. Und genau dieses Moment, dass die Gewerkschaften die Leute nur mobilisieren wollen, als Masse, die sie sozusagen als Verhandlungspotenzial in den Ring werfen können und dann aber sozusagen selber zu verhandeln, auch mit der Regierung um Lohnforderungen und so weiter. Das ist etwas sozusagen, auf das alle linken Parteien, die K-Gruppen und die Gewerkschaften setzen und was die Leute so aber gar nicht mit sich machen lassen wollen. Die Streiks sind ja nicht angezettelt von der Gewerkschaft, sondern die rufen zu einem 24-stündigen Generalstreik auf. Und als die 24 Stunden vorbei sind, wollen einzelne Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mehr an die Arbeit zurückkehren. Die setzen den Streik sozusagen als wilden Streik fort, der gar nicht hören möchte auf das, was die Gewerkschaft möchte, sondern sich seine eigenen Gedanken zu Sachen macht. Und das weitet sich aus. Und dieses, dass die Leute selber anfangen zu diskutieren miteinander, sich Gedanken machen, eigene Forderungen aufzuschreiben. Es gibt unzählige Flugblätter von sozusagen aus den verschiedenen Werken, von Studierenden, von linken Gruppen, aber auch sowas wie vom Verband der Fußballspielerinnen und Fußballspieler, die sozusagen eigene Sachen fordern. Diese Dynamik einer revolutionären Situation, wo die Menschen anfangen, wirklich selber sich ihres eigenen Lebens wieder zu bemächtigen, das ist nichts, was die Gewerkschaften wollen, auch nicht die Linken und auch nicht die linken Parteien. Die sozusagen schätzen das am Anfang falsch ein, als eine Chance, ihre eigene Macht auszuweiten, die Wahlen zu gewinnen und so weiter. Und als sie merken, es läuft ihnen weg, genau wie Stefan sozusagen sagte, versuchen sie das wieder einzufangen, versuchen sich selber anzubieten als Vermittler, als Händler, als Unterhändler mit den Leuten, die Leute dann aber auch beruhigen können, weil ihre eigene Macht auch auf diesen Verhältnissen basiert. Und das sozusagen macht eine unglaubliche Spannung zwischen den gerade den jungen Arbeiterinnen aus und den Gewerkschaftsbürokratien.
Und vielleicht ergänzend dazu einfach noch, die Leute fangen eben auch an, ihre eigene Rolle, also das, was sie alltäglich gezwungen sind zu tun, in Frage zu stellen. Sowohl die Fußballer, ne, als auch in jedem Bereich. Ne. Das ist das Interessante. Die Leute fangen an, dort, wo es möglich ist, irgendwie miteinander zu reden. Und da wird jeder Aspekt der bestehenden Gesellschaft unter den Hammer genommen. Das ist auch das, was sozusagen Leute für ein ganzes Leben lang geprägt hat, die die paar Wochen miterlebt haben, ja, irgendwie eben nicht nur jetzt irgendwie, dass sie sich da eben an bestimmten Stellen auch die Polizei zurückgeschlagen haben. Man darf nicht vergessen, es hat da jeden Tag zum Teil Hunderte von Verletzten gegeben, weil die Polizei da echt also das war Krieg auf den Straßen. Aber was den Leuten in Erinnerung geblieben ist, waren diese wenigen Wochen, wo an jedem Punkt, überall auf den Straßen, alle miteinander geredet haben und sozusagen jeder Aspekt des Lebens irgendwie plötzlich ein Gegenstand war, wo irgendwie Leute, die vorher nie gewagt hätten, sich zu etwas ein Urteil zu bilden, weil sie ja nicht so viel Bildung haben oder was auch immer, plötzlich irgendwie mittendrin waren und irgendwie sehr genau wussten, wie sie nicht mehr leben wollen und was sie nicht mehr machen wollen. Ne? Das war diese reale Poesie in dieser Zeit. Und die situationistische Internationale hat ja nicht einfach nur auf irgendwie Massen gesetzt. Sie hat ja vor allem auch versucht, die Leute mit Theorien, mit Kritik zu bewaffnen. Also ihre Idee davon, dass die Arbeitenden selbst zu Dialektikerinnen werden müssen, hieß ja auch immer, es geht auch da nicht um einfach nur einen irgendwie wilden Spontaneismus, Masse viel gut, sondern da ging es auch immer darum, die Entfremdung, die alle erfahren, können sie auch selber in Worte fassen oder lässt sie nach einem Ausdruck dessen, worunter sie leiden, suchen, einem theoretischen Ausdruck. Und das haben die Situationisten eben versucht zu liefern, sowohl mit Texten als auch mit Parolen, mit Plakaten. Sie hatten dann gute Verbindungen zu ein paar Druckereien, die bestreikt wurden, aber das Schöne oder das Interessante ist ja eigentlich nicht die Frage, wie schön das alles bestreikt und besetzt ist, sondern nehmen die Leute für ihre eigenen Zwecke dann das, was sie da in Händen haben, auch wieder auch selbst in die Hände, lassen sie es laufen. Und bei einigen Druckereien in Paris hat das funktioniert. Da wurde nämlich dann begeistert irgendwie Plakate gedruckt, die dann überall unter die Leute gebracht wurden, wo sozusagen Vorschläge gemacht wurden. Also alle macht den Räten dies und jenes. Ne? Also sozusagen, wo versucht wurde, die Dynamik, die Möglichkeiten, die in dieser entstandenen Bewegung lagen, noch weiter zu treiben. Dahin nämlich zu treiben, bis eben eine Situation geschaffen ist, hinter die es keine Rückkehr mehr gibt, nämlich sozusagen, dass sich die streikenden und besetzenden Menschen auch wirklich dieser gesellschaftlichen Möglichkeiten bemächtigen und sie in ihrem Interesse dann auch sozusagen benutzen. Das war sozusagen die Idee der Situationisten darin. Jetzt wissen wir im Rückblick, dass die Streikbewegung, diese Bewegung, die ihr eben beschrieben habt, dass die am Ende geendet ist in der Wiederaufnahme der Arbeit, auch unter Mitwirkung der Gewerkschaften. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, dann sozusagen diese Niederlage auszuwerten, und da spielen ja vielleicht auch nochmal die Situationisten eine Rolle, weil sie auch im Rückblick den Pariser Mai 68 analysiert haben. Was sind denn Schranken der Bewegung gewesen? Was hat denn dazu geführt, dass es letztlich dann doch nicht die revolutionäre Situation gewesen ist oder die vollendete Revolution? Vielleicht muss man sich nochmal den Kipppunkt anschauen in dieser ganzen Entwicklung. Und dieser Kipppunkt ist da, wo de Gaulle komplett verzweifelt ist. Irgendwie sozusagen nichts mehr funktioniert. Er auch seinen eigenen Ministern nicht mehr traut, ob die ihn jetzt absägen wollen oder nicht. Die Kommunikationsapparate mehr oder weniger zusammengebrochen sind. Eigentlich nur noch Polizei und Militär mehr oder weniger funktionieren. De Gaulle setzt sich in dieser Situation komplett verzweifelt mit Frau, mit irgendwie Schwiegersohn, Schwiegertochter, dem Familienschmuck und so weiter in drei Hubschraubern Richtung Baden-Baden ab. Das war das damalige französische Sibirien, nämlich der Sitz der französischen Rheinarmee in Deutschland, das Headquarter von denen dort. Dort trifft er sich mit General Massu. Mit dem hat er ja so eine ganz eigene Geschichte, nämlich er hatte ein paar Jahre vorher Massu abgesetzt, als im Zuge des Algerienkrieges Massu uns also nicht ganz klar war, ob der sich nicht dem Putsch gegen de Gaulle von rechtsnationalistischen franco-algerischen Siedlern irgendwie anschließen würde. Deswegen Massu eben dahin verbannt wurde, wo er nicht viel Schaden anrichten konnte, nämlich irgendwie bei der französischen Rheinarmee in Deutschland.
da fliegt er jetzt hin, ist total kaputt und sagt, ich gehe ins Exil, ich kann nicht mehr, die sollen ihren Scheiß ohne mich machen und so weiter. Und Masyl, ein Nationalist wie de Gaulle, sagt dann, Frankreich braucht Simon General und baut ihn dann langsam wieder auf, dass er dann eben sozusagen wieder nach Paris zurückkehrt, dann eine Rede hält, wo er entgegen seiner eigenen Partei plötzlich irgendwie zu so einem korporatistischen, sozialreformerischen Modell irgendwie redet und dann das bürgerliche Frankreich, das sozusagen genauso gelähmt war wie er und seine Partei und die ganze Regierung, auf die Straße bekommt. Das heißt, er sorgt dafür, dass plötzlich, dass kurz danach in Paris eine Demonstration stattfindet, größer als alle Demonstrationen, die jetzt während des Mai 68 stattgefunden haben, wo Rechtsradikale, Spießer, Bürger, alles, was irgendwie bisher den Kopf eingezogen hatte, als es nach Revolution gerochen hatte, aus den Löchern oder aus dem Willen oder woher auch immer kommt und auf der Straße ist und zum Pogrom gegen diesen verdammten Juden Daniel Cohn-Bendit, der aus Deutschland rübergekommen ist, um unser Land kaputt zu machen und so weiter, wo sozusagen das ganze reaktionäre Frankreich das Haupt hebt. Das ist der Umschlagspunkt, an dem dann die Sozialisten und Parteikommunisten so schnell wie möglich dann versuchen, irgendwie die Streiks dann zum Abflauen zu bringen. Das ist der eine Umschlagspunkt da. Und man muss vielleicht noch ergänzen, dass sozusagen in dieser Rede am 30. Mai, dass sozusagen nicht nur so de Gaulle dazu aufruft, dass sozusagen das Bürgertum und Kleinbürgertum sich mobilisiert und sozusagen so Verteidigungskomitees gegründet werden sollen, sondern dass er gleichzeitig auch für den 23. Juli Neuwahlen ankündigt. Sozusagen, und dieses Ankündigen von Neuwahlen natürlich auch dazu führt, dass sozusagen die linken Parteien sich jetzt wiederum ausmalen, dass sie dann sozusagen bei den Neuwahlen darauf hoffen können, da dann sozusagen eine Mehrheit zu erringen. Und also deren Motivation, doch die der kommunistischen Gewerkschaft, der CGT, nochmal gesteigert wird, sich wieder im Sinne der Verhältnisse einzubringen. Und dann bröckelt tatsächlich die Streikfront. Erst fangen die sogenannten gelben Gewerkschaften wieder an, ihre Leute zur Arbeit zu bringen. Die anderen Gewerkschaften erklären, dass sie bereit sind, Verhandlungen zu führen. Niemand möchte am Ende dann leer ausgehen, wenn sozusagen das jetzt die Streikfront bröckelt. Dann will man zumindest noch rausholen, was man kann und sozusagen seine Situation da verbessern. Und nach werden das dann immer sozusagen von Tag zu Tag weniger Leute. Und das ist sozusagen das, was das dann zum Einsturz erbringt. Und überall da, wo man nicht freiwillig aufhört, da wird mit massiver Gewalt gegen die Leute vorgegangen. Ein 17-jähriger Schüler wird sozusagen von einer Brücke von der Polizei geschmissen und stirbt. Junge Arbeiter werden erschossen in den Betrieben, wo versucht wird, die mit Polizeigewalt zu räumen und erst einmal auch die Polizei in die Menge schießt einfach. Und solche Dinge sozusagen führen dann nach und nach dazu, dass es aufhört. Und auch gar nicht so leicht. Man darf sich das nicht zu leicht vorstellen. Die Leute gehen nicht gerne zurück in die Betriebe. Aber am Ende sozusagen kommt es genau so und unter sozusagen Musik, die Arbeiter, denen wird von der Gewerkschaft eingeredet, sie sollen das als Sieg begreifen und sich freuen, sie hätten viel geschafft und errungen, sie sollen zurückkommen in die Fabriken zurückkommen, teilweise werden Arbeiterlieder dazu gespielt, zu diesem Wiedereinzug in die Fabriken. Und wenn man sozusagen sich die Videos davon anguckt, wo es welche gibt, sozusagen ganz viele gucken ganz betrübt dabei und ziehen, naja, so ein bisschen grimmig, aber sozusagen entschlossen da wieder ein und das Ganze endet. Und sozusagen nur einige, die das nicht machen wollen, bleiben zurück. Und wie sehr die Situation sich da schon geändert hat, kann man gut an einem Beispiel sehen. In einem dieser Dokumentarvideos taucht eine junge Frau auf, die sozusagen auf ihre Kolleginnen und Kollegen und die Gewerkschaftsbosse einredet, dass man doch nicht zurückgehen solle in die Fabrik. Sozusagen dieses Scheißleben, das wolle sie nie wieder führen. Das könne doch nicht sein, sozusagen, und sich verzweifelt dagegen wehrt. Und sozusagen in dieser neuen Situation, aber ein paar Tage vorher haben noch alle gestreikt. Und in dieser neuen Situation, wo sie nicht mehr bereit ist, das mitzumachen, zur Arbeit zurückzukehren, wird sie hingegen sozusagen völlig aufgelöst, etwas verrückt und so weiter. Und die Realität hat sich schon wieder geschlossen an der Stelle. Und das ist sozusagen die Leute auf die Straße gebracht, gemeinsame Diskussion, das Infragestellen des Alltags sozusagen, hat schon wieder gewonnen. Und dann ist es auch so, dass entgegen dem, wie die linken Parteien sich das ausgemalt haben und die kommunistische Gewerkschaft, nicht die Linken bei der Neuwahl die Mehrheit erringen, sondern die Gaullisten die absolute Mandatsmehrheit erobern. Und der Mai 68 in Paris erstmal so vorbei ist als Aufstand. Und auch in dem Rest des Landes dann, das war nicht nur eine Sache in Paris, sondern tatsächlich gerade im Aufschwung dieser Massenstreik- und Besetzungsbewegung sind gerade auch in anderen französischen Provinzen, in vielen Städten, gab es da also eine wahnsinnige Besetzungsdynamik der Fabriken. Ich habe aber auch deine
Frage jetzt gerade so verstanden, Lukas, was sagt die SI dazu? Also was waren da noch die Gründe für? Also und die SI sagt in einem der Texte, und da gab es viele, wo sie diesen Beginn einer Epoche, wie sie es in einem Titel auch nannten, auswerteten, dass nach so einer langen Zeit, wo die Leute überhaupt keine revolutionären Erfahrungen mehr gemacht haben, dass jetzt auch erstmal nicht verwunderlich ist, dass das im ersten Anlauf auch erstmal wieder einbricht. Also ihre Idee war, das war erst der Anfang. Ja, das wird jetzt erst überhaupt losgehen. Ne? Also die Situationisten lösen sich sogar 4 Jahre danach auf, weil sie meinen, dass ihre Existenz als so eine Gruppe, die so die als die Revolutionsmanager und Cracks und Checker sozusagen angesehen werden in der französischen Presse und so, dass sie eher jetzt dieser Selbsttätigkeit der Proletarisierten entgegenstehen würden. Sie gingen also davon aus, das war erst der Anfang. Das tun sie natürlich nicht nur wegen Frankreich, sondern auch gerade wegen den Entwicklungen in Italien oder auch in anderen Ländern. Man darf auch nicht vergessen, wilde Streiks gibt es zum Beispiel auch in Westdeutschland dann 1969. Also sozusagen, Sie sehen, dass also eine gewisse proletarische Subversion überall im Gange ist und schätzen das erstmal ganz positiv ein. Bezogen auf Frankreich sprechen Sie da in dem Moment tatsächlich eben auch noch von einer gewissen Unreife. Also dass es nicht geklappt hat, von der Besetzung eben auch zur wirklichen Kontrolle über die gesellschaftlichen Ressourcen überzugehen und in eine nicht mehr warenförmige Ökonomie zu überführen, wo sie viele Ideen seit den 50ern dazu hatten, wie der Prozess oder das Vorgehen aussehen könnte, sozusagen sich von der Warenform zu emanzipieren. Ja, das sehen sie dann eben tatsächlich eben auch als noch einen Moment der Unreife, wo sie dann eben auch sagen, nach so vielen Jahren irgendwie keine Erfahrungen gemacht, nach so und so vielen Jahren Konterrevolution oder Stalinismus und sozusagen das Verstellen von Revolution in einem Bild, in einem spektakulären Bild des konzentrierten Spektakulären, also des Staatssozialismus, ja, da sagen sie auch erstmal, okay, gut, das kann auch nicht vom Himmel fallen. Und die räumen auch Fehler ein, ne? Also ich habe gerade jetzt so der Beginn einer Epoche in ihrer ein zentraler Text in der letzten Ausgabe ihrer Zeitschrift vor Augen. Also ihre Zeitschrift hieß Revue Internationale Situationiste, ist auch auf Deutsch zugänglich, zum Beispiel bei si-revue.de oder auch bei magazinredaktion.tk sind auch nochmal so Hefte rausgegeben worden mit wichtigen Texten der Situationisten. Und da sind sie halt erstmal so, okay, das ist der Anfang, der Beginn einer Epoche. Wir müssen halt sehen, so und so weit ist es jetzt gekommen. Jetzt ist natürlich nach solchen Anläufen immer erstmal Konterrevolution in Frankreich, aber zum Beispiel in Italien. Ne? Da sehen sie erstmal ganz, ganz große Möglichkeiten in dem Moment. Ne? Und insofern sehen sie aber auch also ein Programm oder sozusagen das Bewusstsein jenseits der spektakulären Repräsentation der Arbeitenden, dass sie sozusagen anfangen, ihre Sachen selber in die Hand zu nehmen, dessen wird das auch noch bedürfen. Also das fällt einfach nicht vom Himmel, sondern kann nur Ergebnis sein von dem Weitertreiben der Kritik der politischen Ökonomie und dass eben die, wie Sie sagten, Arbeiter zu Dialektikern werden. Also auch Aufhebung sozusagen dann auch als eine bewusste Aufhebung dieser Form der Vergesellschaftung, der kapitalistischen, der warenförmigen Gesellschaft als bewusster Prozess bedeutet eben auch, dass das durch die Köpfe derjenigen durchgeht, die das dann auch machen. Genau, ich fände es im Anschluss daran auch nochmal interessant zu gucken, was der Ausgang von 1968 für die Situationisten in ihrer Praxis auch bedeutet, weil ihr hattet das ja am Anfang so herausgekehrt, die Situationisten gehen erstmal in den 50er, 60er Jahren davon aus, dass sie auf Niederlagen zurückblicken, bezeichnen sich als enfant perdu. Stefan, du hattest das auch gesagt, dass es in der Anfangszeit quasi entwurzelte Leute sind erstmal, die sich in dieser Gruppierung zusammenscharen und die dann damit beginnen, quasi als dieser verlorene
Haufen als diese entwurzelten Leute halt eine revolutionäre Theorie zu entwickeln und sehen sich erstmal auf einem Posten, wo sie relativ allein sind, aber halten an dieser Kritik fest. Und dann ist mit 68 ja vielleicht ein Moment markiert, wo das, was sie da theoretisch irgendwie erarbeitet haben, auf einmal in einem viel weiteren Rahmen rezipiert wird und die situationistischen Parolen tauchen auch auf einmal auf. Und es ist so, als ob sozusagen bestimmte Sachen, die sie in ihrer Analyse auch gesehen haben, dass die dann auch tatsächlich passieren in der Wirklichkeit. Jetzt haben wir 68 mit diesem Ausgang, dass die Arbeit wieder aufgenommen wird und wir können ja über diesen längeren Zeitraum hinweg dann auch sehen, dass es tatsächlich auch vielleicht eine Niederlage mit viel größerem Ausmaß gewesen ist. Und ich finde es interessant, irgendwie als Gruppe, die so angefangen hat und dann diesen 68-Höhepunkt vielleicht irgendwie gesehen hat, wie die dann am Ende damit umgehen und was das für die Praxis bedeutet von so einer revolutionären Gruppierung. Für meinen Eindruck ist es so, dass sozusagen deren Aktivität als Gruppierung eigentlich zu dem Zeitpunkt fast endet. Man muss vielleicht auch nochmal sich vergegenwärtigen, dass die SI eigentlich während des Pariser Mais, wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen bewusst nicht als SI agiert hat, sondern sozusagen deren Mitglieder sehr aktiv waren, in verschiedenen Zusammenhängen sich auch kannten und koordiniert haben. Die haben sich aber zusammengetan mit einer anderen Gruppe, den sogenannten Wütenden, und solche Sachen und haben sozusagen als eine der wenigen Gruppen, weil sie eben auf diese Aktivität der Massen gesetzt haben, nicht versucht, ihre eigene Organisation jetzt darüber aufzubauen oder sowas, sondern als Revolutionärinnen und Revolutionäre in dieser Situation zu agieren. Und dann sozusagen gibt es eigentlich sowas wie eine Phase, es liest sich so ein bisschen so bei diesem die wirkliche Spaltung, also diesem Endmanifest auch, dass so ein bisschen nach 68 ist die SI eine berühmte Gruppe. Und nicht nur die SI selber sozusagen sieht sich im Zusammenhang mit diesen Aufständen, sondern auch die bürgerliche Presse sieht ihn im Zusammenhang mit diesen Aufständen. Andere linke Gruppen und so weiter. Und es ist irgendwie cool, situationistische Internationale zu sein und sozusagen sie selber werden zu sowas wie ja, einem spektakulären Objekt sozusagen, einer spektakulären Gruppe, die von außen angehimmelt wird und die gleichzeitig selber nach innen, zumindest wird es in diesem Abschlussmanifest sehr stark kritisiert, auch einer Passivität verfällt. Also einige verblöden gleich wieder, ich glaube sozusagen Guy Debord schreibt das über René Riebel, der sozusagen einer dieser Wütenden ist, der Teil der SI wird, der sozusagen innerhalb dieses Mai 68 eigentlich eine großartige Rolle spielt und nachdem die Verhältnisse aber oder diese Aufstandssituation vorbei ist, sagt der Devolver den sowas, ja, der ist sozusagen früh vergreist oder sowas. Andere ruhen sich auf diesen Lorbeeren ein bisschen aus und es passiert eigentlich nicht mehr viel. Es gibt noch eine Ausgabe ihrer Zeitschrift, auch danach nur noch, wenn ich mich richtig erinnere, und Debord kritisiert in diesem Abschlussteil, dass sozusagen so nach dem Motto, ja, die SI hatte die Köpfe von vielen, aber sozusagen in Wirklichkeit nur die von dreien und sozusagen auch diese Phase der Inaktivität und dieses Angehimmeltwerden wollen sie mit der Auflösung der Organisation beenden, die sie dann wiederum gleichzeitig objektiv auch für überflüssig halten, weil das, was sie denken, schon sozusagen in der Welt zum Tragen gekommen ist. Also es ist so ein bisschen, und Debord mischt sich ja weiter ein, auch andere Mitglieder der SI bleiben weiter aktiv, nehmen an Aufständen teil. Debords Interesse richtet sich nach Italien zum Beispiel, geht da sozusagen nach Portugal und so, aber die SI als Organisation hat sich mit dem, was sie sozusagen 10 Jahre lang angekündigt hat oder noch länger, eigentlich überlebt. Und diese neue Epoche setzt halt neue Aktivitäten voraus auf eine Art. Als abschließende Frage bleibt so ein bisschen vielleicht stehen, was bleibt vom Pariser Mai 68? Stefan, du hattest das schon so ein bisschen angedeutet, indem du gesprochen hast von einem spektakulären Bild, zu dem das wieder geronnen ist. Und das wird ja auch Thema von dem Vortrag sein, den du am 24. Mai in Weimar halten wirst. Das wäre ja so ein bisschen angewendet, die kritische Theorie der Situationisten auf 1968 selber. Was bedeutet das heute wiederum auf diese Niederlage oder auf dieses Ereignis überhaupt zurückzublicken? Nüchtern sein, also so wie man irgendwie an Marx' 200. Geburtstag, wenn alle irgendwie es feiern, irgendwie lieber zu Hause ein gutes Buch liest, ist das ja mit diesem 68 eigentlich ganz ähnlich, wo überall sozusagen dann vor Ort irgendwie gerne noch dann zusammen mit 1918, als irgendwie wir unsere Demokratie gefunden haben und so weiter. Ja, ich meine, 1968 ist eine Modernisierungsgeschichte, und nach der einen Seite hin affirmativ, nach der anderen Seite hin für die Reaktionären rotes Tuch. Ne? Also sozusagen, weil 1968 heißt natürlich auch feministische Kämpfe. 1968 heißt die Erschütterung irgendwie der, also jetzt in Deutschland, der postnarzistischen Nachkriegsordnung des Schweigens und so weiter und so fort. Also 1968 war eine
auf der einen Seite letzten Endes eine Modernisierungsbewegung, aber Modernisierungsbewegungen fallen meistens nicht von oben nach unten. Das denken immer nur die Preußen, dass das funktioniert, sondern die müssen erkämpft werden. Und darin liegen Möglichkeiten und manche Möglichkeiten wurden realisiert, aber das, was sozusagen in der Kritik sozusagen oder von der radikalsten Kritik an Möglichkeiten gesehen wurde, diese wurden nicht verwirklicht. Insofern bleibt von 1968, dass wir alle, also alle Linken, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, oder Leute, die den bestehenden Verhältnissen definitiv nichts Gutes wünschen, auf den Schultern von den Siegen wie den Niederlagen, von den klugen wie den gnadenlos dummen Sachen von 1968 stehen. 1968 hieß auch in Deutschland namentlich, den Antisemitismus zu modernisieren, was dann eben von links gemacht wurde und nicht nur irgendwie aus der illegalen KPD heraus. 1968 heißt, den Anti-Amerikanismus zu einer Leitideologie einer gesellschaftlichen hin modernisiert zu haben. 1968 heißt auch Entsublimierung und so weiter und so fort. Das ist aber auch nur die eine Seite. 1968 heißt aber eben auch irgendwie das Ausbrechen aus Zwangssachen, irgendwie sozusagen, dass irgendwann sogar in Deutschland der Paragraph 175 abgeschafft wurde, ist dann auch wenn Jahrzehnte später eines der Ergebnisse dieser Revolten. Aber 1968 als spektakuläres Bild bedeutet auch immer, die Kämpfe davor und danach irgendwie nicht auch nochmal würdigen zu können. Denn 1968 heißt auch, was passierte in den 50er und 60er Jahren, auch gerade im theoretischen Bereich der Arbeiterbewegung, wo Leute irgendwie versucht haben, um nicht zur Sozialdemokratie zurückzukriechen und angesichts der stalinistischen Konterrevolution irgendwie weiterzumachen, wenn auch in irgendwie in ziemlicher Minderheit irgendwie die Kritik voranzutreiben, die Kritik der politischen Ökonomie voranzutreiben. 1968 oder was davor und danach passierte, da sind sehr viele emanzipatorische gesellschaftliche Kämpfe wieder aufgenommen, verstärkt worden, weitergetrieben worden darüber hinaus. Eines lässt sich sicherlich sagen oder weswegen es sich nochmal lohnt, die Situationisten in ihrer Zeit wahrzunehmen, dass es möglich ist, in einer Epoche oder in einer bestimmten Zeit, wo es eigentlich überall nicht sehr gut aussieht, einfach das ernst zu nehmen, was man über die Kritik der politischen Ökonomie und über sozusagen ein Wissen um die geschichtlichen Niederlagen weiß, das weiterzutreiben, irgendwie sich nicht dumm machen zu lassen und sozusagen zu versuchen, immer auf dem modernsten Niveau die gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen und die Risse, die sich darin aufzeigen, um an den richtigen Stellen sie verbreitern zu helfen und sozusagen Bewusstsein in einer guten, in einer poetischen, in einer nicht hölzernen oder kadermäßigen Sprache zu verbreiten, Poesie rauszuhauen aus dem Elend, in der Hoffnung, dass damit irgendwie der nächste Anlauf besser ausgehen möge. Ich glaube, der Pariser Mai 68 zeigt so ein bisschen und auch uns, dass Ernst und Spaß oder Ernst und Freude und Genuss sozusagen, dass das keine Dinge sind in einer Revolution, die sich in irgendeiner Art und Weise ausschließen. Und sie zeigen, dass Situationen geöffnet werden können. Das machen keine Organisationen und so weiter. Da können die Leute massenhaft selber entscheiden, dass sie nicht mehr so weitermachen wollen. Aber das bleibt möglich. Also bei Stefan klang das ja auch schon an. Auch vor 68 wurde behauptet, die Verhältnisse sind so gut, die Arbeiter interessieren sich nur für Fußball und so weiter. Revolution braucht man gar nicht mit zu rechnen und so weiter. Und am Ende hängt Revolution daran, was die Leute wollen. Und die Situationisten haben vor 1968 Risse aufgespürt, Probleme aufgespürt, Die haben sich nicht leiten lassen. Obwohl sie sozusagen, wie de Boer sagt von sich selber, hat viel mehr gelesen, als er geschrieben hat. Aber sozusagen, sie haben nicht irgendwie dogmatisch irgendwelche Theorien einfach weiter rezipiert und gesponnen, irgendwie akademisch oder sozusagen wie in irgendwelchen kommunistischen Gruppen, die sozusagen so ihre Götzen verehrt haben da inhaltlich, sondern haben den Alltag beobachtet, haben sich damit auseinandergesetzt, haben geguckt, wo sind Widersprüche, wo sind Risse, wo sind Probleme, wo drückt denn eigentlich der Schuh, was sind die Schwierigkeiten kapitalistischer Vergesellschaftung auf dem Stand damals. Und ich glaube, das ist was sozusagen uns als Aufgabe sich heute genauso stellt und was sozusagen nicht weg ist. Und dieses Vergötzen, das Hochhalten und so weiter von damals, das ist alles völlig uninteressant. Interessant ist eigentlich ja immer unsere Gegenwart. Und das andere kann man sich angucken. Man kann auch Dinge davon lernen. Aber spannend bleibt die Auseinandersetzung mit hier und heute und welche Möglichkeiten wir hier haben. Und das ist so ein bisschen was, glaube ich, was man eigentlich auch von Situationisten lernen kann.
Und die schreiben nachher sozusagen nach 68, sagen, ja, die wollen nicht beklatscht werden für das, was sie da gemacht haben, sondern dass Leute von dem, was sie getan haben, deswegen schreiben sie darüber, lernen können. Ich glaube, das kann man machen. Genau, man kann 68, ja, so habe ich manchmal das Gefühl, Leute lesen das, weil 68 waren bessere Zeiten oder 1918 waren bessere Zeiten oder irgendwann waren bessere Zeiten für kritische Theorie der Gesellschaft, für Auseinandersetzung mit sozusagen Kampf für irgendwie eine bessere Welt oder eine andere Welt. Und das ist so ein bisschen, das hat genau die SI nicht gemacht. Sie hat nicht sozusagen irgendwelche alten Kämpfe gefochten, irgendwelche alten Kleider aufgetragen, sondern die haben sozusagen hier und heute an der Stelle, wo sie sind, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, mit der Welt auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass das sozusagen was ist, was man der SI gut nachmachen kann, was auch bedeutet, dass man sozusagen ziemlich wenig vielleicht nachmachen kann, sondern seine eigenen Wege und Möglichkeiten finden muss mit den Bedingungen, unter denen wir leben und den Möglichkeiten, die wir selber haben. Und das haben sie eigentlich nur geschafft, weil sie die Lüge gehasst haben, weil sie wirklich von Lüge umgeben waren. Ne? Nämlich der Idee, dass 60 Jahre vorher tatsächlich irgendwie so etwas wie ein Sozialismus eingeführt worden wäre. So, ne? Also sie haben letzten Endes sich dem entgegengestellt, dass irgendetwas sozusagen zu retten wäre aus taktischen oder sonstigen Gründen. Ne? Sondern sie haben einfach eine rücksichtslose Kritik betrieben, im besten Sinne von des Marx'schen 18. Primär. Ne? Und das hat es ihnen ermöglicht, irgendwie einen Moment lang sozusagen so zentral irgendwie in die aktuellen Widersprüche ihrer Zeit reinzukommen, ne? Dass sie da wirklich was Sprengendes entwickeln konnten über die reine Darstellung und Denunziation der gesellschaftlichen Verhältnisse.